falls beide anderen vor uns nicht irgendwie auf die Idee kommen, etwas in Richtung Asteroiden zu kaufen. So, da hätten wir zum Beispiel gleich mal einen Riesenasteroid, den wir nicht brauchen. Wir hätten importiertes CO2, das wir nicht brauchen. Ich meine, das Erdkatapult ist so spät im Spiel echt nicht mehr gut. Aber es ist eine Karte, die uns technisch gesehen nur 19 kostet. Und das würde bedeuten, es sind knapp 10 pro Siegpunkt. Und ich meine, ein paar Karten werden wir auf jeden Fall noch spielen. Also so ist es ja nicht. Eine zweite Stadt wäre mit unserem jetzigen Geld schon auch schön. Aber ich glaube, es ist okay, das zu kaufen und ein bisschen gierig zu sein. Wir müssen es ja nicht diese Runde spielen. Obwohl, naja, vermutlich, damit wir auch nur irgendeinen vernünftigen Nutzen daraus kriegen, sollten wir es schon diese Runde spielen, aber wer weiß. Okay, Investitionskredit, ja. Wird besser, je später es im Spiel ist. Okay, da hat noch jemand einen Garten. Das heißt, vermutlich wird es tatsächlich uns überlassen sein, das letzte Mal die Temperatur zu erhöhen. Das ist sehr, sehr gut. Also mit dem fangen wir mal auf jeden Fall an. Es ist gratis und braucht unsere Ressourcen auf. Das ist gut. So. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns als nächstes einfach auch mal unsere Karte an. Oh, das ist tatsächlich fucking perfekt, weil wir nichts mehr mit unserer Wärme machen werden. Oh, das ist großartig. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Okay, das ist nicht schwach, muss man dazu sagen. Das bringt, glaube ich, sehr, sehr viel Geld vor allem. Ja, 5 Income, holy shit. Das ist nicht nix. Es wundert mich, dass noch niemand massiv Auszeichnungen gekauft hat, aber vielleicht fängt es jetzt erst an. Okay, gut, das macht eine zweite Stadt hier und eine dritte Stadt hier, wenn sich so viel noch ausgeht. Recht attraktiv, muss ich sagen. Ah ja, na bitte. Komm. Kaum habe ich es mal erwähnt. So. Wir müssen jetzt mal kurz rechnen, wie wir das alles machen. Also der tropische Urlaubsort ist de facto gratis für uns. Wir haben so viel Stahl. Gewächshäuser, Ditto. Das heißt, die Frage ist nur, spielen wir das Erdkatapult jetzt? Ich glaube, die Antwort ist ja, ich sehe keinen Grund, wieso nicht. Mit dem ganzen Geld, das wir zurückkriegen, kriegen wir sogar genug, dass wir unseren Energiewert um 1 pushen können und dann das in Terraforming umsetzen können. Also ich glaube, das sollte alles perfekt passen. Also fangen wir mal mit dem an. Sind einfach mal 2 Siegpunkte, das ist immer schön. Und dann, wie viele Städte haben wir inzwischen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht, ob Ganymede als Stadt zählt. Wäre interessant, müssen wir darauf aufpassen. Aber wir kriegen auf jeden Fall entweder 2, 4, 6, 7, entweder 7 oder 8. Das ist viel, das ist eine komplette Grünfläche. Das ist schon richtig nice. Okay, aber wir werden auf jeden Fall als zweites das hier verwenden und ich glaube, wir werden sogar einen Stahl mehr ausgeben, um das gratis zu machen. Okay, Bürgermeister. Bisher ist es eigentlich egal gewesen, ob wir gesagt hätten, wir spielen mit Meilensteinen oder ohne Meilensteine, weil wir sind wirklich an keinem absolut nahe dran. Es ist ziemlich klar, dass wir uns den Terraformer Meilenstein holen können, aber ich glaube, ich werde diese Runde darauf verzichten.
und das wirklich quasi im Hardcore-Modus spielen. Okay. So, ah ja. Stimmt, jetzt wo du das gemacht hast, fangen wir mal damit an. Also Regolithfresser, danke. Und auf meine Ameisen bitte. Damit sind die schon mal einen Siegpunkt wert. Besser als ein Star am Schädel. Okay. Und was jetzt? Garten hier, Stadt hier ist so ungefähr das nächste, was ich mir vorstelle. Wellenkraftwerke würden uns die eine Energie ein bisschen billiger bringen als hier und dann können wir sie auch gleich umsetzen. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Ist außerdem ein sehr billiger Siegpunkt. Gut. Und jetzt wollen wir gar keine Energie mehr, weil Energie würde ja immer zu Wärme gemacht werden und mit Wärme können wir jetzt auch nichts mehr anfangen. Die Frage ist jetzt, ob ich die Gewächshäuser schon spielen will. Wir kriegen noch ein bisschen Grünzeug durch die ganzen Ozeane, das dürfen wir nicht vergessen. Aber selbst wenn jemand nächste Runde einen Ozean spielt, bekommen wir nicht genug für eine Grünfläche. Das heißt, ich glaube einfach nur, um es simpel zu halten und nicht dran denken zu müssen, haue ich hier mal einen Stahl raus und hole mir das, obwohl ich die Grünfläche selbst jetzt noch nicht setzen werde. Hier eine Grünfläche und dann hier eine Stadt. Das ist so in etwa das, was ich im Moment überlege zu machen. Wir sind als Zweiter dran. Die United Nations Mars Initiative ist vor uns als Einziger, also sie könnten uns das hier wegnehmen. Wäre tragisch, aber genau deswegen will ich jetzt auch noch nicht die Grünfläche setzen, um es ihnen nicht zu attraktiv zu machen. Gut, okay. Nachdem wir jetzt eh schon viel, viel länger spielen als alle anderen, sind wir auch mal mit unserem Zug fertig. Falls Republic kriegt, glaube ich, einfach ein Income, wann immer eine Stadt gesetzt wird. Deswegen, die schwimmen auch schon im Geld. Ähnlich wie wir, muss man sagen. Wobei mir vorkommt, irgendwie haben jetzt alle sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, fast alle haben über 40. Ich meine, alle haben auch schon jenseits der 30er Terraforming Scores. Also insofern ist das nicht so ganz verwunderlich. So. Nichts von dem ist interessant. Außer die Marsbahn. Die Marsbahn ist richtig interessant, falls wir wirklich noch mehr Geld brauchen. Würde uns die Möglichkeit geben, jetzt jede Runde zu sagen, wollen wir terraformen oder wollen wir mehr Geld? Mit der Energie, die wir auf jeden Fall pro Zug produzieren. Ehrlich gesagt, sogar Strom anzapfen überlege ich jetzt zu tun. Obwohl ich nicht glaube, dass es dieser minus 1 Siegespunkt wert ist. Also ich glaube, so gierig müssen wir dann nicht sein, aber. Also was passieren würde, wäre, wir würden das sofort wieder in einen Terraforming-Wert umsetzen und dann haben wir eigentlich nichts gemacht, außer 4 Credits dafür auszugeben, jemand anderem einen Strom wegzunehmen. Ja. Ich glaube nicht, dass das so großartig ist, aber ich glaube, die Marsbahn ist ganz cool. Ist nicht zu viel, damit geht sich auf jeden Fall eine Stadt und was wir nicht alles sonst noch geplant haben aus. Schauen wir mal, wo du deinen Garten hinsetzt. Vielleicht machst du es uns nämlich noch ein bisschen schöner. Ich meine, das ist einfach nur fucking beautiful. Ich werde mir trotzdem zuerst eine Karte anschauen, weil vielleicht bekommen wir sogar eine spezielle Stadt oder ähnliches. Und selbst wenn wir die Karte nehmen, haben wir genug für die Stadt und dann setzen wir die Grünfläche nachher einfach hier rein. Okay, zeig mir eine Karte. Ich meine, es ist nicht die Stadt, die ich will, aber holy shit, natürlich werden wir das nehmen. Schon wieder etwas, das Strom braucht. Scheiße.
Aber das ist einfach zu gut. Sind 3 Siegpunkte, obwohl diesmal Noctis wirklich sehr zugepflastert ist. 3 Siegpunkte sind 3 Siegpunkte. So. Es besteht ein bisschen die Gefahr, dass die Leute sehr, sehr viele Grünflächen spielen, aber ich glaube nicht 3. Also ich glaube, wir können hier auf jeden Fall eine Stadt reinhauen. Und sollten nächste Runde noch im, also sollten im nächsten Zug in dieser Runde auf jeden Fall noch immer eine Möglichkeit bekommen, die Grünfläche zu setzen und noch Terraforming Score dafür abzustauben. Bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das funktionieren soll. Das ist perfekt, damit haben wir eine noch größere Auswahl an Mikroben, die wir stellen können. Sehr, sehr nice. Obwohl, ich glaube, im Moment wollen wir es noch von den Regolithfressern stellen, weil die können ja O2 erhöhen. Okay. Die verwenden ihre eigene Fähigkeit. Es ist die Republik Tharsis, die bisher 2 Meilensteine gekauft hat, oder? Das könnte echt ein Problem werden. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir diese Runde wirklich so fix gewinnen werden. Aber schauen wir mal. Ich meine, andererseits, wir mussten es uns schon künstlich schwer machen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Also fände ich es nicht so schlimm, hier zu verlieren. Wieso geht das nicht? Ah ja, weil wir keine Stromproduktion haben. Okay. Na dann würde ich sagen, wir holen uns das auf jeden Fall jetzt mal. Und überlegen dann, was wir damit machen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir die Stadt Noctis erstmal setzen. So, und mit dem nächsten Ozean werden wir schon wieder eine Grünfläche kriegen, die wir setzen können. Gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist auf jeden Fall ziemlich sicher Noctis, was wir hier machen. Die Frage ist nur, von wem stehle ich denn normalerweise immer meine Regolith-Dudes? Von dir, okay. Das heißt, das werde ich jetzt auch noch ein letztes Mal stehlen, weil dann ist der Sauerstoff eh auf 14%. Wird den noch jemand erhöhen? Ach ja, du wirst den sofort erhöhen. Gut, aber wir können uns sowieso keine Grünfläche mehr leisten, also das müssen wir wohl einfach geschehen lassen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, das wirklich stark zu pushen. Also das nicht wirklich stark zu pushen. Oh! Oh shit! Ich bin super schlau. Bin schlauer, als ich gedacht habe. Damit kriegen wir ja die letzte Grünfläche. Und die setzen wir, glaube ich, hier hin und bauen dann nächste Runde sofort eine Stadt hier. Und dann die letzte Grünfläche hier hin. Kann noch jemand eine Stadt bauen diese Runde? Theoretisch möglich, ja. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das ist uns egal, weil wir kriegen einen Terraforming-Wert dafür. Also fuck it. Okay, hierher soll das Ganze. Perfekt. 36. Wir könnten uns Terraform Dude kaufen, aber tun wir nicht, weil wir sagen, wir spielen ohne Meilensteine. Die Frage ist, ob es noch jemand anders auf 35 schafft, bevor diese Runde vorbei ist. Uns trennen nur noch 2 Ozeane. Uns trennt nur noch ein Ozean. Vom Ende des Spiels. Oh.
Ich glaube, die KI könnte, wenn sie wollte, hier einfach den letzten Ozean kaufen, oder? Was kostet ein Aquafire? 18 scheinbar. Okay. Cool. Das ging jetzt schneller als erwartet. Gut, das heißt, wir haben keine Chance mehr, unsere Marsbahn zu spielen. Wir haben aber noch die Chance, hier ein bisschen was zu gobbeln. Und was wir gobbeln werden, das ist nichts wert. Ich meine, das ist auch nichts wert, das ist im Endeffekt wurscht. Aber ich meine, wir haben jetzt schon die ganze Zeit Regolithfresser gefressen. Also, wieso nicht nochmal? Ich sehe gerade, das macht doch für unsere Ameisen keinen Unterschied. Okay, wir können die Marsbahn spielen. Macht das irgendeinen, auch nur geringsten Unterschied? Creditproduktion, Wissenschaftssymbole, Wärmeressourcen. Bist du ein Wissenschaftssymbol? Nein, bist du nicht. Wir könnten uns den Reformer kaufen, wir können uns auch den Bauherr kaufen. Wir werden keins von beiden tun. Ich glaube, es gibt fast nichts mehr zu tun. Erstaunlicherweise, glaube ich, sind wir bei all denen gar nicht so schlecht dabei. Ich meine, zwei Wissenschaftssymbole. Drei Wärme. 10 Income. Okay, naja. Weiß nicht. Gut, du gewinnst das auf jeden Fall mit deinen 18 Wärmeeinheiten. 4. Ah, scheiße. Naja, kann man nichts machen. Aber Income-mäßig schauen wir nicht so schlecht aus. Ja. Gut, die Marsbahn ändert auf jeden Fall nichts dran, egal ob wir sie spielen oder nicht. Niemand hat den Bergmann gekauft, also eigentlich sind die Ressourcen, die wir haben, egal. Ich spiele sie der Vollständigkeit halber. Wieso nicht? Einfach nur, um das Spiel mit schönen Null-Handkarten zu beenden. Okay. Und wir ignorieren die ganzen Meilensteine, die wir uns noch kaufen könnten. Und beenden dieses Spiel. Hier bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, weil die Republik Tharsis bekommt 10 Punkte allein durch ihre Meilensteine. Das ist schon sehr, sehr hart. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir hier Zweiter sind hinter Tharsis. Okay. Auszeichnungen. Sind wir gut dabei? Meilensteine, ja, das ist halt der Hammer, den wir wieder aufholen müssen. Grünflächen, gut. Städte, oh Gott, wird das eng. Oh mein Gott. Puh, okay. Knapp aber doch. Easy, calculated. Ich hatte nie den geringsten Zweifel. Ja, okay. Also das ist dann tatsächlich Hard Mode, wenn man sich davon abhält, die Meilensteine zu kaufen. Obwohl, wie gesagt, ganz im Ernst, es gab hier nicht viel, was wir hätten tun können mit dem Gärtner und dem Bürgermeister, weil wir waren eigentlich weder an den Städten noch an den Grünflächen dran. Weiß nicht, ob das mein liebster Konzern ist. Wir konnten eigentlich nicht wirklich was aus dem machen, was uns unser Konzern gebracht hat. Ich meine, ja, mit 57 Credits starten ist schon mächtig. Es hat uns ein bisschen geholfen, diese Early-Game-Industrie aufzubauen, von wegen, ich produziere eine Energie und dann pushe ich meinen Terraforming-Wert damit. Und im Endeffekt hätten wir mit Meilensteinen normalen gespielt, hätte es ja auch gereicht, um uns hier noch den 35er Terraform-Meilenstein zu holen. Doch ein gutes Stückel vor den anderen, obwohl die United Mars natürlich prädestiniert sind dafür, sich einen hohen Terraforming-Wert zu holen. Also insgesamt war mir das ein bisschen knapper, als mir lieb war, aber ging trotzdem, auch wenn der Konzern jetzt, glaube ich, insgesamt nicht der stärkste ist. Terraktor, wie gesagt, beginnt mit 60 und bekommt einen recht einfachen Bonus für alle Erdsymbole. Weiß nicht, ob unserer so viel mächtiger wäre, selbst wenn man mehr Chancen hätte, ihn auszuspielen. Ich meine, man muss bedenken, wir haben sogar noch eine Karte pro Zug mehr gesehen und haben trotzdem eigentlich kaum was gefunden, das über 20 war und uns gefallen hätte. Also viele von den über 20 Karten, die wir hatten, haben wir tatsächlich auch gespielt. Also außer das Terraforming von Ganymede und den Riesenasteroiden und das den Stickstoffimport oder sowas. Ich glaube, fast alles andere, was über 20 war, haben wir gespielt. Aber es waren einfach sehr, sehr wenige Karten über 20, die wir insgesamt gesehen haben. Also ja, vielleicht ein Konzern, der ein bisschen mehr Glück beim Ziehen oder ein bisschen mehr Abwechslung im Kartendeck braucht, ich weiß es nicht. Aber wir konnten nicht viel draus machen
und haben trotzdem gerade noch so um ein Arschhaar gewonnen. Ziemlich nice. Jetzt habe ich langsam tatsächlich alle Konzerne durch. Diesen internationalen Filmkonzern finde ich nach wie vor sehr cool, den will ich auf jeden Fall irgendwann nochmal spielen. Ich glaube auch Republic Tharsis ist interessant. Ich frage mich, ob es Möglichkeiten gibt, das irgendwie mit der KI anders zu spielen. Weil was mir jetzt in letzter Zeit öfter auffällt auf den höheren Schwierigkeitsgraden, das sind jetzt meine ersten zwei Runden auf schwerem Schwierigkeitsgrad sind die zwei Runden, die ich recorded habe. Und was mir hier auffällt, ist, dass die Spiele eigentlich alle recht schnell gehen. Nicht, weil die KI so viel besser spielt, habe ich das Gefühl, sondern weil sie einfach sehr oft nicht weiß, was sie mit ihrem Geld machen soll und dann halt Temperatur pusht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit Spielern, mit echten Spielern, nicht ein viel, viel längeres, komplexeres Spiel hätte, weil die Leute alle schauen, dass sie richtige Industrien aufbauen und ihre richtigen Kartenkombos bekommen. Das ist zumindest so, wie ich dieses Spiel spielen würde. Aber das ist vielleicht auch daran gelegen, dass ich sehr gerne und sehr viel Dominion spiele. Aber auf jeden Fall, hier ist es so, dass mir die Runden alle sehr, sehr schnell vorkommen auf den höheren Schwierigkeitsgraden und die KI meiner Meinung nach nicht wirklich ganz weiß, was sie in den meisten Situationen machen soll, außer noch mehr Asteroiden auf den Mars zu werfen. Also ich meine, wie viele Asteroiden wurden in dieser Runde gekauft? Das war ja absurd, das waren ja mindestens 8 bis 10 Asteroiden, die die KI gekauft hat und viele davon gleich in den ersten paar Zügen. Also ja, muss man mal schauen. Es gibt inzwischen, glaube ich, sogar ein Update, weil es gibt für das Brettspiel auf jeden Fall ein paar Erweiterungen. Das heißt, ich nehme an, dass mit den Updates vielleicht auch an der KI gearbeitet wurde. Vielleicht kann man der KI auch sagen, sie soll ein bisschen mehr chillen und ein bisschen mehr auf die Handkarten schauen, die sie zieht. Beziehungsweise vielleicht kann man sie einfach noch ein bisschen schwerer oder komplexer einstellen. Ich nehme an, dass da auf jeden Fall noch dran geschraubt wird, dass die KI sich unterschiedlicher verhält, weil jetzt im Moment scheinen sie sehr mit dem Kopf durch die Wand und Hauptsache immer alles Geld ausgeben. Ich meine, ich glaube, das ist generell ein Problem, das die KI oft in vielen Spielen hat, ist das langfristige Planen. Also KI ist ja gern mal bereit, alle Ressourcen für einen kleinen Bonus jetzt zu opfern, anstatt irgendwie über mehrere Züge zu strategieren. Das ist kein Wort. Taktieren wäre ein schönes Wort, das man hätte verwenden können. Aber gut, das war's für dieses Mal. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Zeit lang weiterspielen und nur noch recorden, wenn ich irgendwie besondere Konzerne angeboten bekomme, die ich auf jeden Fall noch spielen will. Also die Filmstudios, einfach weil sie so absurd sind. Und dann vielleicht auch mal die Tharsis Republic. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, dass man den Konzern hier nicht wählen kann. Vielleicht kommt auch das mal mit einem Update, dass man einen Konzern auch wählen kann. Ich muss quasi immer erst ins Spiel reingehen, schauen, welche Konzerne ich kriege und erst dann kann ich anfangen, das Video zu recorden, damit ich euch nicht schon wieder dieselben Konzerne präsentiere wie das letzte Mal. Aber dieses Mal war ziemlich gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.